Und damit herzlich willkommen hier bei ÖPNV-Simulation. Ich bin's der Dennis und begrüße euch zur ersten Folge Transport Fever 2. Mit ganz, ganz vielen Mods im freien Spiel versuchen wir hier uns vom Jahr 1850 hochzuarbeiten ins aktuelle Jahrhundert. Und wir gehen dabei in ein paar Epochen rein, von den verschiedenen Loks, den verschiedenen Baureihen. Ich habe da ein bisschen was installiert, auch an Bahnhöfen und so weiter, und hoffe mal, dass das hier alles relativ reibungslos funktionieren wird. So, ich muss mal kurz hier noch ein bisschen den Ton anpassen, und ich hoffe, die Aufnahme läuft auch gut. Dann machen wir den Sound vom Spiel an und gehen einfach mal direkt rein. Wir sehen, wir haben einen Kontostand von 5 Millionen erstmal. Und ja, Einnahmen haben wir natürlich noch gar keine. Das heißt, als allererstes werden wir uns mal hier ein Städtchen suchen. Man sieht, wir haben hier auch die deutschen Städte, wo wir relativ zügig nur mit LKWs, beziehungsweise heutzutage noch Postkutschen, Sachen wegliefern können und somit ein bisschen Geld verdienen können. Da müssen wir aber erstmal gucken. Hier sieht es zum Beispiel relativ gut aus. Da haben wir vom Bauernhof zum Dings haben wir nur einen, aber es ist halt nur einer. Hier unten wäre noch einer. Das ist halt noch nicht so gut. Wir bräuchten mindestens zwei, die auf der Umgebung sind. Also wirklich zwei. Wir könnten auch gucken, dass wir mit Holz anfangen oder in verschiedenen Umgebungen damit anfangen. Erstmal klein anzufangen. Guck mal, hier haben wir zweimal Holz und hier haben wir ein Sägewerk. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Wird das Sägewerk denn, also bringt das denn auch was, das da zu machen? Braucht denn jemand was in der Umgebung? An sich erstmal nicht. Aber ich sehe hier unten was. Straßburg braucht unbedingt Brot und hier ist, das und theoretisch könnte man dann hier vielleicht noch mitarbeiten, wenn man hier eine Stadt, wenn man das hier miteinander verbindet. Aber erstmal hätte ich gesagt, machen wir hier eine Straße. Ja, genau, man sieht schon, hier sind ein paar Sachen installiert. Machen wir erstmal hier eine kleine Straße. Gucken. Ist halt schon relativ teuer. Lassen wir das mal. Kann ich hier auch einen kleinen, nur so eine kleine. Hier, kleine Landstraße. Es ist halt teuer, über eine Brücke zu bauen, ne? Schwierig, schwierig. Aber gut, wir probieren es einfach mal. 2 Millionen? Wir wollen die Brücke nur so klein wie möglich halten, bitte. Machen wir so und dann wieder so. Ja, guck mal, das ist doch. Hä? Geh mal ruhig ein bisschen höher. Ich will keinen Tunnel. Da. So, haben wir. Mussten wir hier ein bisschen tiefer bauen, aber das geht schon. So, haben wir schon ein bisschen investiert. Und dann werden wir als erstes mal hier eine neue Linie bauen. Brotstraßburg. Oder ist es ja erstmal nur Weizen? Weizen Straßburg. So, dann muss ich erstmal hier Stationen hinzufügen. Straßenbahn, Bus, wir brauchen Güter. Da packen wir uns hier so eine Station hin. Kann ich die auch hier hinpacken? Das ist halt ein einfacher Weg. Machen wir es hier so hin. Dann ist es nämlich damit verbunden und dann ist da auch gut. Und dann hier eine Entlad- oder eigentlich auch eine Station, weil es da ja auch entladen wird. So. Bauen wir es mal am besten in eine freie Stelle, damit wir auch erweitern können. Ich hätte gesagt, na, sagen wir mal hier hin. Na, da stört die Straße eigentlich. Probieren wir es mal hier. So, dann haben wir hier auf jeden Fall eine verbundene Stelle und in Straßburg selber. Wer braucht denn da das Brot? Wie war denn das nochmal? Das konnte man doch irgendwo nochmal richtig sehen. Ich habe das jetzt nicht so ganz mehr im Kopf. Aber dann machen wir einfach mal eine Entladestelle. Ach, guck mal jetzt. Da, so war das genau. So effizient wie möglich. Am besten also hier. So. Dann brauchen wir ein Depot. Straßenfahrzeugdepot. Das setzen wir einfach mal hier hin.
Schön am Stadtrand. Dann holen wir uns mal die ersten Fahrzeuge, die hierfür zuständig sind. Und dann nehmen wir uns die Pferdefuhrwerke und davon kaufen wir erstmal 5 Stück. Und die setzen wir auch gleich alle auf der Linie ein. Nein, nicht verkaufen, sondern hier. Und dann legen wir los. Sollte jetzt anfangen, oder? Hallo? Irgendwie wird das nichts, ne? Warum funktioniert das nicht? Ach so, weil ich die... Ich habe es gerade gemerkt, ich habe die Linie noch gar nicht angefangen, richtig zu bauen. So, jetzt aber. Von hier nach hier. Und so wie ich das gelernt habe, ist es besser, dann von hier nach hier nochmal zu machen und dann quasi nach hier rüber zu gehen. So, und jetzt müssen wir noch gucken. Hier wird nämlich nur Vollladen einer Fracht. Maximale Haltezeit machen wir mal wirklich nur 2 Minuten. Und minimale machen wir 60 Sekunden, also 1 Minute. So, hier wird dann nur entladen. Kann ich das hier nicht irgendwo angeben? Irgendwie konnte ich das doch. Achso, ja, hier. Ups. Das muss nochmal wieder zurück. Obwohl, macht mehr Sinn, wenn man sagt, das hier passiert auf 1. Na, damit kann er nicht umgehen. Naja, gut. Machen wir auch 60 Sekunden. Und 2 Minuten. Boah, das jetzt jedes Mal einzustellen, wäre ja auch eine Tortur. Weil die minimale Haltezeit, die können wir eigentlich rausnehmen. So, das ist hier ja noch nicht wichtig. Aber die 2 Minuten sind wichtig. Vollladen einer Fracht, genau. Lade, wenn vorhanden. Das ist jetzt genau das Problem. Ich muss jetzt hier nämlich quasi das Güter rausnehmen, was er nicht nehmen darf. Und das wäre Brot. Weil er soll ja quasi noch weitergehen hierher. Und jetzt hier darf er erst Brot aufnehmen. Wissen das? Ach, guck mal, hier kann ich auch so machen und sagen, er soll nur Weizen aufnehmen. Dann mache ich das doch mal so. Oh. So. Nein, das ist jetzt. Ah, Linienführung ist echt nicht gut. So. Nochmal. Also man sieht, ich habe das Spiel jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Das ist schon wirklich bei mir ein bisschen länger her. So. Nochmal. Das lasse ich jetzt einfach mal, wie es ist. Aber wir nehmen das hier raus und er soll hier nur das laden. Hier soll er. Ah, jetzt sehe ich gerade mein Problem. Er darf nur das dort laden. Entladen soll er dann nichts. Du darfst hier nur das entladen. Hier ist wieder genau dasselbe. Jetzt hat er wieder das weggenommen. So. Da nimmt er wieder nur Weizen entladen und Brot laden. Wann habe ich denn die Schulweg mit reingenommen? Achso, nee, dann ist da nur laden, genau. Aber nur von Weizen. Und hier ist
Laden von Brot und Entladen von Weizen. Und hier darfst du nur Weizen entladen. So. Jetzt aber. Gucken wir mal, ob wir da jetzt uns was Gutes ausgewählt haben. Oh, neuer Versuch. Jetzt müsste es funktioniert haben. Ja, jetzt fahren sie hier. So, dann mal gucken. Hier wird auf jeden Fall schon fleißig Weizen geladen. Also breit gemacht. Also siehst du, jetzt kann ich hier aber noch sagen, dass er bei Straßburg beim zweiten. Na, guck mal hier, 1. Dann soll er hier bitte aber auch bei 1 und 2. Genau, hier dürfen sie sich das aussuchen und hier bitte nur an 2 und dann passt das. So, wo bleiben die Postkutschen? Oder, na, da kommen sie. Weil jetzt wird es ja langsam ein bisschen viel hier. Habe ich nicht beide ausgewählt? Doch. So, ich kann ja mal in der Zeit, wo die jetzt hier sind, können wir mal kurz gucken. Ich werde mal Play machen, damit wir hier auch ein bisschen was dann verdienen. Hier sind ja die beiden Hölzer. Eigentlich macht das Sinn. Allerdings weiß ich nicht, wohin halt dann mit dem Rest. Das ist das andere Problem, weil die brauchen zwar Holz, aber dafür brauchen die wieder das und das bringt uns halt gar nichts. Haben wir hier oben noch irgendwas, wo wir anfangen können? Wir haben hier halt, dass die beiden hier hochgehen könnten, aber ist halt eine Riesenstrecke. Das lohnt sich nicht mit einem Dings zu machen. Hier macht es halt Sinn. Aber wer braucht hier Brot? Berlin höchstens. Ist halt auch wieder eine Strecke. Macht es hier Sinn? Hier macht es Sinn, bei Prag. Dann hauen wir hier wieder ein Straßendepot hin. Hauen wir das einfach mal hier hin. So. Und dann wieder hier. Obwohl, kann man vielleicht. Oh Gott, 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 Gott. Kann man die vielleicht beide hier mit ranhauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Also machen wir hier eine hin. Und sagen wir einfach mal. Hier. Gut. Mit Pause, genau, mit Leertaste kann ich auch Pause machen. Dann will ich kurz eine Linie bauen. Und zwar Weizen Prag. Und dann machen wir wieder genau dasselbe System. So, 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 so. Und jetzt habe ich vergessen, eine Entladestelle in der Stadt zu bauen. Und dann mache ich die Entladestelle am besten hier. Ah, nein, nicht dahin. Bitte da drunter. Sehr gut. 1, 1. Beziehungsweise hier ist es egal. Und da 2 bitte. Und dann wieder hier laden nur Weizen. Laden nur Weizen. Entladen Weizen. Und hier darfst du laden und entladen. Und hier natürlich nur Weizen entladen. So.
Dann brauche ich wieder 5 Fahrzeuge. Ich würde halt sagen, 5 reichen erstmal. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was an Einnahmen. Hoffen wir mal. So, wo wollt ihr jetzt als erstes hinfahren? Auch wieder natürlich zur Entladestelle, war ja klar. So, wie geht's hier euch? Habt ihr schon ein bisschen was dabei? Nee, ne? Die sind immer noch auf dem Weg, ja. Das ist halt, wenn man noch relativ weite Strecken hat. So, jetzt weiß ich halt gerade nicht, dadurch, dass wir ja Straßen, also dadurch, dass wir jetzt den Straßburg und Dings haben, können wir ja zumindest eine Stadtstrecke bauen mit ein, zwei Kutschen. So. Gott, sind die jetzt schon verfügbar? Das würde ich jetzt aber noch nicht bauen, so. Hier, kleine Epoche. So. Dann machen wir mal wirklich hier so eine kleine Rundstrecke. Hier. Hier. Hier und hier. Und dann halt wieder hier auf dem Weg zurück. So. Dann bauen wir hier neue Linie. Bus 1 Straßburg. So. Haben wir. Und dann holen wir. Weil macht ja eh keinen Unterschied. Machen wir mal 2 von denen erstmal. So, und vielleicht bringt das ja was, zumindest eine kleine Stadttour zu machen. So, hat das hier was gebracht? Die haben da mit Sicherheit hier was. Ja, ein bisschen hat es was gebracht. Weil bis die hier Brot produziert haben, das dauert natürlich auch. Ist ja auch wirklich weit, viel Weizen, was die hier jetzt anliefern. Sieht man ja hier. So. Aber mal sehen, vielleicht wird die Stadtlinie hier einigermaßen angenommen. Dasselbe können wir auch in Prag einmal machen. Wenn ich Prag wiederfinde, da. Da können wir auch mal hier so kleine Haltestellen bauen. Hier fängt es an. Dann geht's hier lang weiter. Hier. Hier. Machen wir wirklich einmal nur hier so eine Rundstrecke. Hier. Dann noch hier eine. Und dann geht's hier zurück. Oh. Bus 1. So. Da machen wir mal 3 Busse. Na, nicht 13, 3. So, mal gucken, vielleicht bringt's ja was. Was sagen denn so die Einnahmen von den Linien? Wo war denn das? War das hier? Nee, das war nicht hier. Wo war denn das? Hier war das, glaube ich, ne? Hier. Genau, jetzt sehen wir hier zum Beispiel Weizen und so weiter. Das bringt uns ja doch schon relativ gut weit. Und ja, die Buslinie, naja, da muss wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren.
Auf jeden Fall bringt das Brot uns weiter. Okay, die bringen jetzt, nehmen jetzt noch kein Brot mit. Das heißt, die werden jetzt Verluste machen. Ja, was denn? Warum? Aber warum liefert der denn kein Brot rein? Moment, was? Entladen hat er, aber geladen hat er nichts. Warum wird hinter nichts geladen? Ach so, weil er gerade noch nichts produzieren kann anscheinend. Aber als Abnehmer wäre er hier Straßburg. Da habe ich irgendwas falsch eingestellt. Ach so, ja, vielleicht sollte ich das. Kann ich da hier noch was ranbauen? Machen wir mal hier. Vielleicht bringt's ja was. Ja gut, das bringt nichts. Wir haben jetzt auch schon 1852. So, die fahren jetzt wieder da zurück. In der Hoffnung, dass wir da jetzt endlich mal was einbringen. Wir haben halt immer noch minus 240.000 Einnahmen. Klar, wir werden jetzt nicht sofort gute Einnahmen machen. Aber man sieht auf jeden Fall, wir sind im Plusbereich, was alles angeht. Was schon mal relativ gut ist. Wie sieht es denn hier oben aus? Ist denn hier schon was produziert worden? Nee. Hier sind sie immer noch dabei, was zu liefern. So, ich glaube, unsere Buslinien, wir hier werden auf jeden Fall gut bedient, ne? Ich glaube, wir können ein bisschen mehr Busse hier einsetzen. Dann holen wir nochmal zwei Busse dazu. Und man sieht, hier sind teilweise die Haltestellen doch ganz gut besucht. Wie sieht es hier aus? Das ist noch okay. Ist nur die eine Stelle hier, wo es relativ viel ist. Ja, hier hat er jetzt was mitgenommen. Das halten sie durch. Vielleicht einen noch. Einen können wir noch einbauen. So, wie sieht es hier aus? Ich habe das Gefühl, wir können hier eigentlich mehr Postkutschen nutzen. Ja, wir kriegen jetzt halt wieder einen Verlust, ne? Ich würde nochmal 5 reinhauen. 5, bitte. So. Vielleicht bringt es ja noch mal was. Dass vielleicht auch die Produktion endlich angekurbelt werden kann. Abnehmer haben wir halt immer noch keinen, aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass er hier einfach so gut wie gar nichts reinkriegt. Da, jetzt hat er wieder welche. Die verarbeitet er halt direkt hier, das sieht man auch. Oh, da kommt die neue Produktionskette und die wird sich ja mit der alten vermischen. So, wie sieht's hier oben aus? Ja, die Buslinien hier werden auf jeden Fall gut angenommen. Und wie sieht's hier aus? Ja, die machen jetzt was versandfertig anscheinend. Es sind auch so viele Weizendinger durch. Wir haben aber keine neuen Straßenfahrzeuge, ganz ehrlich. Dann gehe ich jetzt mal aufs Ganze. Hier habe ich jetzt 10 Fahrzeuge. Kann ich nochmal kopieren? Dankeschön. Und hier machen wir auch nochmal kopieren. So. Einfach mal damit wir hier wirklich eine schöne Kette haben.
Wird mich wahrscheinlich richtig was kosten am Anfang, aber vielleicht bringt es ja was. Da kommen sie alle schon. So, wie sieht's hier aus? Laden sie gut was ein? Na, sieht so aus. Wie sieht's hier aus? Ja, der macht auch was fertig. Ich will eigentlich das Fahrzeug hier. Ja, der macht ja auch was. Weil am Anfang bringt es halt noch nicht viel, in den Bahnverkehr zu investieren. Da muss man halt wirklich gucken. So, ich muss mal kurz Aufnahmepause machen, weil mein Essen kommt. Bin sofort wieder da. So, Freunde, ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt erstmal hier. Wir gucken mal nachher, wie es damit aussieht. In der nächsten Aufnahme werden wir dann sehen, ob wir damit wirklich jetzt was Gutes erreicht haben. Wir sehen ja, hier unten ist die Produktionskette ganz gut am Laufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und sehen das Resultat. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.